Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Boots und Torvus Kochstudio. Und ja, der gute Torvus hat sich überlegt, er kocht heute mal wieder für uns. Und ja, was er kochen wird, das wird er euch jetzt verraten. Auf jeden Fall. Und zwar kochen wir heute eine wunderbar köstlich leckere Lumpssuppe. Wir haben dazu bereits im Supermarkt frisch geschlachtete Lumps besorgt. Und die werden wir jetzt zubereiten. Und zwar müssen wir dazu als allererstes einen regulären Kochtopf nehmen und mit einer klaren Flüssigkeit, genannt Wasser, befüllen. Dazu begeben wir uns an ein Waschbecken, wie hier. Wir sehen hier einen Griff, an dem müssen wir ziehen, damit da Wasser durch diesen Hals kommt und in den Kochtopf landet. Ist das nicht ein erhabenes Gefühl? Und das reicht auch schon. Diesen Topf stellen wir jetzt auf eine sogenannte Herdplatte. Eine Herdplatte. Richtig. Genau. Die wird nämlich heiß, wenn man sie aktiviert. Vorher werden wir allerdings unsere frisch geschlachteten Lumps in das kalte, klare Wasser gießen. Wichtig ist, es darf kein kochendes Wasser sein. Die müssen schon ins kalte Wasser mit rein. Definitiv. Wir rühren einmal kurz um. Ja, ich rieche schon ein bisschen was. Oh, lecker. Und das im kalten Wasser. Und das im kalten Wasser. So, wir werden jetzt den Deckel drauf machen. Deckel kommt auf den Topf, schalten das Gerät an und warten eine halbe Stunde. Bis gleich. Bis gleich. So, 30 Minuten vorbei und damit herzlich willkommen zurück. Ja, Torvus, was sagen Sie denn? Ein wundervoller Duft erfüllt den gesamten Raum. Ich denke, unsere Lumps sind fertig. Oh, ist das ein Duft. Unglaublich. Wenn Sie das zu Hause nur riechen könnten, liebe Zuschauer. Wir werden jetzt die frisch gekochten Lumps mit ein wenig ihres leckeren, mit Wasser verdünnten Safts in einen Teller gießen. Oh, ist das, oh, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. So. Wir wünschen guten Appetit mit der heutigen Folge von Boots und Torvus zocken. Und wie man diese, wie heißen die nochmal? Lumps. Lumps. Und wie man die Lumps fängt, beziehungsweise jagt, schlägt, verprügelt, wie auch immer, das seht ihr jetzt. So sieht es nämlich aus. Bis gleich. Und nun machen wir uns auf die Jagd nach leckeren Lumps. Wir haben die ja schon gerade so lecker verspeist. Das war einfach köstlich. Oh, traumhaft. Sieht man die da schon im Hintergrund fliegen? Diese Lichter? Im Hintergrund. Diese ja, das dürften wahrscheinlich tatsächlich Lumps sein. Okay, alles klar. Sieht man die dann im Spiel auch etwas näher? Man sieht die im Spiel auch etwas näher. Oh, geil. Hoffe ich zumindest. Ich habe eigentlich schon alle eingesammelt im Spiel. Kann sein, dass wir die gleich nicht mehr sehen, ansonsten müssen wir noch kurz ein neues Spiel starten. Egal, ich würde sagen, starten wir auf jeden Fall einfach erstmal. Wir machen einfach mit weiter jetzt weiter. So, das ist jetzt mein Charakter. Jetzt müssen wir dich noch irgendwie ins Spiel kriegen. Drück doch einfach mal. 692. Drück doch mal auf Option oder so. Ja, guck mal einer an. Und jetzt können wir uns auch. Was machst du da? Option. Ja, muss jetzt nicht mehr. Guck mal, wir können uns auch verprügeln. Genau, springen, lernen erstmal kurz die Steuerung kennen. Du kannst ja auch einen anderen Helden aussuchen, dazu musst du jetzt in dieses Gemälde reingehen, nach oben. Hier, das hier? Ja. Okay, jetzt kann nur ich. Ich hab die Macht. Ja, ich weiß. So, jetzt darfst du dir einen Charakter aussuchen. So. Ich bleib die komische Vampir-Lady. Ich nehm Rayman. Ja, sehr schick. Du bist jetzt ein mittelalter Rayman. In die Fresse. Und BÄM! So, ich würde vorschlagen, wir werden jetzt erstmal ein Level zocken. Und danach werden wir uns mal gegenseitig die Fresse mit einem Ball verprügeln. So, ey, lass mich nochmal kurz zum. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Ah, genau. Mit den Teensies in Trouble. Okay. So, hinein geht's in den Level. Okay, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt. Du kennst doch Jump'n'Runs, oder? Ja, einfach nur durchrennen, ja? Einfach nur durch das Level. Guck mal. Hier, da fliegen auch schon. Das sind Lumps. Ah. Und dann hauen wir das Ding hier auch noch kaputt. Wir können auch hier. Bums! Und wegkippen. Juhu! Juhu! Yeah!
Genau, du musst nach unten drücken. So, und nun geht's. Bumm. Wenn du noch. Genau. Ey, du hast es ja blitzschnell drauf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Da kannst du jetzt theoretisch hineingehen. Geh ich auch. Du musst mir folgen. Und ich muss dir folgen. Denn das ist dann so eine Special Stage, wo wir möglichst viel. Einfach nur kaputt haben. Ne? Einfach nur sammeln und. Nee, die musst du einsammeln. Und zwar nach Möglichkeit immer den violetten. Weil dann werden die anderen auch violett und es gibt mehr Punkte. Ah, sowas musst du mir auch vorsagen. Nö. Doch. Nö. Doch. Und guck mal, wir haben beide ein Herz bekommen. Oh, juhu. Oh, wie schön. Irgendwie konnte man, glaube ich, auch rennen, aber ich weiß nicht mehr. Okay, jetzt. Jetzt müssen wir, glaube ich, so, aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird uns was erklärt. Und zwar Kreisdrücken mit der Kreatur ins Auge geschossen. Dann können wir einfach sagen. Oh, scheiße. Ich habe mein Herz schon verloren, ich bin nicht gesprungen. Aha. Aber ich habe mein Herz schon wieder. Yeah! Ja, ab auf die andere Seite. Den müssen wir auch kitzeln. Und dann können wir den nicht verprügeln. Und eine Stampfattacke und den Käfig öffnen und weiter. So, wir müssen weiter nach rechts. Ich kann fliegen. Ja, genau, du kannst auch einfach springen und dann gedrückt halten. Oh, da kann ich nicht. Ja, das macht ja nichts. Ist noch keine schlimme Schleife, leider nicht. Wie konnte man nochmal rennen? Ach, genau, wenn du R2 drückst, kannst du auch rennen. Oh nein! So, jetzt muss ich dich schlagen, dann bist du wieder dabei. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier vorne mal rein. R2 gedrückt halten, dann rennst du, ne? Hab ich schon R2, gesagt. Ja. Mhm, okay. Juhu! Was ich an diesem Spiel echt gut finde, ist, die Grafik ist wirklich, wirklich richtig cool gezeichnet. Auf jeden, das ist richtig schön gemacht, das stimmt. So, Hebel aktivieren. Sieht halt wirklich aus wie ein Stranger Zeichentrickfilm. Genau. Ja, das stimmt. Yeah. So, komm, jetzt gehen wir da noch rüber und den Platz. Können wir hier was machen? Ja, hier ist so ein Typ zum Befreien gewesen. Okay. Und aber jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. So, und weiter und weiter und. Oh nein! Ja, das klappt doch noch. Ja, sehr gut. Yeah. Oh, Achtung. Einmal springen, damit wir hier auf der anderen Seite den auch noch schlagen können. So, weiter geht's. Das fahre ich auch eben runter. Oh, Vorsicht! Ja, ja was? Ist, ich habe alles im Griff hier. So, weiter. Das ist ein bisschen gemein. Jetzt haben wir das nicht gegen den. Oh, ich habe verprügelt. Also, nein, jetzt muss nein, ich ja. Nein, nein. Muss ich das Rad drehen? Helf mir! So, Achtung, ich muss zuerst das Rad drehen und zwar so. Oh nein, das war zu weit! Nein, hallo! Jump'n'Roll Pro! So, und hier rein. Ich wollte ihn hinterher schießen. Ah, nee, jetzt, oh, das ist jetzt gemein. Oh, das sieht schwer aus. So. Also am besten bleibst du da stehen, oh. Weil das wird sonst echt ein bisschen böse für dich. Oh. Okay. So. Ich komm nicht mehr drehen. Ach ja, Wandsprünge gibt's übrigens auch. Ja, ich merke schon die ganze Zeit, aber du musst mir helfen. Oh. Ja, bleib einfach dran hängen. Ich bleib da dran hängen. So, perfekt. Okay. Jetzt kriegen wir beide auch wieder ein Herzchen. Ach wie, ich muss das jetzt nicht mehr machen? Nein. Oh, das wäre cool gewesen, wenn ich das auch noch mache, wenn beide das schaffen müssen, da durchzukommen. Okay, weiter geht's. Genau. An die Kette hängen. So, und... Und nochmal drehen vielleicht. Genau, ab und über. Nein. Ja, ich drehe sie wieder nach unten. Du musst da jetzt ranspringen. Jetzt drehe ich dich nach oben, schwing ein bisschen hin und her und Alliop. Juhu! Ja, Alliop darf man hier auch sagen, denn das ist ein französisches Spiel. Oh, Alliop. Es ist tatsächlich von Ubisoft, die man sonst nur durch die Langweiler-Reihe. Das war fast schief gegangen. So ein geniales Spiel haben die gemacht. Ja, die können auch mal was anderes außer Assassin's Creed. Ich hatte eben davon gesprochen, ne? Ja. Und für schlecht befunden. Es tut mir leid, ich kann die Serie echt nicht mehr ausstehen. Viele lieben es ja noch immer, obwohl sie jedes Jahr die gleiche Scheiße ist. Ich kaufe jedes Jahr auf jeden Fall zig Spiele, ne? Ja. Und zig Spiele. 3, 4. Ja, einen kennen wir. Oh, nein, ich komm zurück, kann nicht zurück. Oh, ich darf jetzt ja nicht aufsterben. Vorsicht, Vorsicht, ich muss jetzt runterholen, genau. Ja, ich muss jetzt erst runterholen. Oh,
Boah, ey, dass du nicht immer dagegen hauen musst, ne? Das war absichtlich. Okay. Juhu! Achtung! Nein! So, jetzt kannst du ihn gleich schlagen. Jetzt. Nein! 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 Nein. Kann ich! Kitzel den! Ach, sehr gut. Guck mal, wir haben ein Level geschafft. Juhu! Okay, das war so das erste Level. Womit geht's jetzt weiter? Wir werden jetzt erst einmal ganz kurz Fußball spielen. Oh, Fußball. Hier, FIFA Fußball. In Rayman, ne? FIFA in Rayman. Französischen Football. Oh, Football. Mit der Baguette. Mit der Baguette spielen wir Football. Und der Zigarette. Und der Zigarette, genau. Oh, und der Monet. Oh. Oh. Oh, nein, ja, oh, nein, oh. Ach doch. Wir rennen hier rüber. Kung Fu. Kung Fu. Ja, Aldo, spring an den Ring, um ein Team zu wählen. Du musst das andere Team wählen. Das macht nämlich Sinn. So, los geht's. Ziel des Spiels, wie du dir vorstellen kannst, da oben sind Tore. Den Ball da irgendwie. Ja, schönes Eigentor. Scheiße. Profi, er ist Profi, man sieht es sofort. Oh, oh, oh. Man sieht sofort! Komm schon. Ja, wunderbar. Oh nein, ich muss zurück. Nein. Glück gehabt. Oh. Nein. Jo, oh, was für ein Gewaltschuss, ey. Das erinnert an Kickers. Oh. Ja, aber sowas von, ey. Nein. Ja, schönes Ding. Oh. Sehr gut. Nein. Ja, eiskalt verwandelt. Vorne gibt es hier echt ein paar mehr Tore als das nicht, ne? Oh, gegen ein paar mehr. Na los, jetzt aber. Nein! Eigentor! Und dann steht zurück. Oh. Nein! Ja! Treffer versenkt. Und der ist auch drin. Nein, der ist nicht drin. Oh nein. Oh, scheiße. Glück gehabt. Oh. Oh. Ja. Nein! Nein! Doch schon wieder! Und weiter geht's. Oh nein! Oh, Lupfer. Präzise, ey! Präzise! Yes. Oh. Jetzt wird's aber gemein, jetzt wird's auch noch knapp hier. Oh. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh! Scheiße! Oh. Ist es jetzt? Nein! Nein! Na endlich! Wie viel geht das? Weiß nicht, ich glaube, das geht jetzt noch 13 Sekunden. Ah, okay. Oh nein, oh, jetzt. Oh, scheiße. Nein! Oh, was? Nein! Ja, schränkt er auf, oder? Aber das so, reicht. So, das reicht wohl nicht mehr. Ja, oh, geil, ey, das machen wir nochmal, ey. Alles klar, das machen wir jetzt noch eine Runde. Wie nice, Alter. Das macht ja richtig Spaß, ey. Das kann ich den ganzen Tag spielen. Ja, ich auch. Oh nein. Nein, springt er da wieder runter? Oh. Oh Gott. Ja. Oh. Komm, flieg, mein kleiner. Oh. Also jetzt werden wir gerade böse. Oh. Nein. Yes. Nein, jetzt tut er auch schon 2 zu 0. Nein, der passt! Sehr gut. Oh nein. Nein, das gibt's ja. Oh, schon wieder. Schon wieder. Nein. Ja. Wunderbar. Oh. Ja, sehr schön. Und alles wieder offen. Nein. Ja, wieder die Führung errungen. Oh nein. Oh nein. Gerade noch gerettet. Drei. Nein! Oh, was für geile Tore. Nein, das gibt's doch nicht heute. Nein! Nein! Oh, ja, nein! Wunderbar! Schönes Ding. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Nein, haut er den da tatsächlich wieder rein. Das gibt's doch nicht. Oh. Nein! Das gibt's doch nicht. Nein! Oh. Nein. Oh, das kann doch nicht sein. Nein!
Nein! Eigentor. Die geilsten Eigentore. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Nein. Oh, schon wieder. Ja, komm. Nein. Oh. Der will nicht mehr rein. Nein! Ja, sauber. So, war sogar oh, Verlängerung. Nee, doch nicht. Ach, das war schon Verlängerung. Ach, die weil war, wir oh, so gespielt. Okay, komm, einmal noch. Okay, einmal noch. Du willst jetzt unbedingt gewinnen, ne? Ja, ne? In deinem Spiel. Sehr gut. Nee, das tust du ja sowieso schon nicht. Nein. Aber diesmal nicht. Diesmal leder ich dich hoffentlich schnell ab. Oh. Nein. Nein! Oh, der kam präzise, ey. Wie ein Uhrwerk. Nein! Ja, sehr gut. Mal angeschubst. Na. Oh. Ja, hier. Eiskalt. Auch Mädchen können Fußball spielen. Nein! Sehr gut. Irgendwie den Start pickeln wir immer besser, ne? Oh, nice. Jetzt holt er hier wieder auf. Nein! Ja. Sehr schön. Nein! Ja, sehr schön. Und nochmal. Oh. Nein! Fliegt so wieder zurück. Oh. Nein! Nicht aufgeben. Oh. Scheiße! Komm jetzt auch mal für mich! Oh! War es eine Glanzparade? Aber wirklich, ey. Ist ja fast so schlimm wie... Oh, oh nein! Yes. Ist ja fast so schlimm wie bei... Nein! Bleib stehen, Junge! Warte mal... No! Yes. Nein! Das ist noch richtig brenzlig, die letzten 10 Sekunden! Nein! Ja! Okay. 4 Sekunden noch. Oh! Komm schon drauf an! Nein! Oh. Oh, geil, ey. Zu geil, ey. So, jetzt zocken wir mal einen ganz coolen Level. Und zwar einen sogenannten Musiklevel. Das müsst ihr auch musikalisch genießen. Wir müssen jetzt nämlich gleich im Takt der Musik... Okay, im Takt der Musik? Im Takt der Musik müssen wir gleich, wie sagt man so schön, springen und zuschlagen. Und zwar im Castle Rock. Oh, können wir das denn hören? Immer mit R2 rennen, durchrennen. Einfach durchrennen. Und so, genau. Ja, wir können das jetzt natürlich nicht so gut hören. Einfach hier draufbleiben. Einfach reagieren, nach dem, was du siehst. Und springen. Rutschen, springen! Aber für unsere Zuschauer hört sich das natürlich etwas perfekt an. Genießt es einfach, für sie ist mal gut still. Nein! Oh nein, ist mit beiden draufgegangen. Also nochmal los. Wir schaffen den Level schon. Später gibt es davon sogar sogenannte Retro-Levels, wo dann die Grafik völlig verschwommen oder verpixelt ist und man gar nichts erkennt und man muss wirklich das alles aus dem Kopf können. Okay. Und das brauchst du natürlich auch alles, um die Platin-Trophäe zu kriegen. Und, wer hat es mal wieder geschafft? Natürlich. Ich. Ich habe es schnell gemacht. Ja, ich habe das nämlich nie geschafft und dann habe ich ihn um Hilfe gebeten und dann hat er mir das total gemacht. Wie in jedem Spiel von ihm. Ja, natürlich. Ich habe keine einzige Platin-Trophäe selber erwirtschaftet. Von deinen 25? Dann mindestens. Weißt du, wie viele sind das? 25 oder 26.
Aber wie geil das auch aussieht, ey. Wie geil. Und die Mucke ist dabei so super. Und der Drache ist erledigt. Ach, das war's? Das war's. Ja, geil, ey. Sehr geil. So. Ja, so. 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 Ne? Und so. 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 Und? So. So. Sehr geil. Auf jeden Fall macht tierisch Spaß. Ja. Am geilsten ist auf jeden Fall das Fußballspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eines der besten Jump'n'Runs, die ich jemals gespielt habe. Mhm, auf jeden Fall. Es hat super viel Humor. Ja. Wunderbares Leveldesign, eine präzise Steuerung. Ich finde es ehrlich gesagt sogar besser als die aktuellen Mario-Spiele. Als die aktuellen Mario-Spiele? Schwer zu sagen, weil ich schon ewig kein Mario mehr gespielt habe. Also weil einfach die Grafik ist einfach wesentlich charmanter, dieser Zeichenstil, während der bei Mario halt einfach so künstlich, möchte ich sagen. Das stimmt. Es sieht einfach alles aus wie leidlich gerendert, ist zwar hübsch, aber das sieht hier einfach kreativer aus. Ja, auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wie dem auch sei, ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal eine kleine Runde Fußball spielen. Genau. Ich will nochmal meine Revanche. Liebe Leute, und ja, wenn euch Rayman gefallen hat, wenn euch generell dieses Spiel gefällt oder ja, unser Video gefallen hat, dann würde es uns riesig freuen, wenn ihr das Ganze bewertet mit einem Daumen nach oben. Und ja, abonnieren könnt ihr uns natürlich auch jederzeit und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Boots und Torvus zocken. Macht's gut, haut's da rein. Gute Nacht, bis dann. Baguette, Zigarette.